Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video. Es ist der 24.10.2020. Heute war Sonja da und die Volkshilfe. Ich habe frisch gewaschene Haare, die ganz stark glänzen. Aber da kommt das Blond noch mehr nach vor. Jetzt sieht man circa, wo das Braun aufhört. Das Blond anfängt. So ab hier circa, und dann sind nur noch die unteren Spitzen braun und das blonde Haar glänzt. Heute war außerdem Sonja da, wir waren beide so müde, dass wir den ganzen Tag nicht viel gesprochen haben. Am Abend war es lustig, aber tagsüber hatten wir uns nicht viel zu sagen und haben beide so dran gedöst. Als ich kam, hat sie mich erstmal aufgeweckt. Weil ich im Rollstuhl wieder über Mittag eingeschlafen bin und wirklich, wirklich sehr müde war. Und sie war dann auch zunehmend müde. Und ich hatte dann noch Probleme mit dem Zucker. Ich hatte nur noch 80 Zucker und habe Kreislaufprobleme bekommen. Aber erst nach dem Messen, als das aufgefallen ist, ist mir der Kreislauf weggesackt und ich wurde fast bewusstlos, aber nur fast. Mir war schwindelig und schwarz vor Augen. Dann hat sich schnell meine Mutter geholt und die hat mir was zu essen gebracht, obwohl ich mir vorher noch schlecht war, hatte ich dann. Wir sind eben Hunger und ich habe so ein Germkranzel und mit Zucker und ein Kinderpinguin gegessen. So eine Süßigkeiten für Kinder und einen Fruchtsaft getrunken, weil ich ja sonst immer zuckerfrei trinke. Und dann war es wieder okay. Und Kaffee habe ich auch getrunken mit Zucker. Sonst waren wir dreimal draußen heute in der frischen Luft, um wach zu werden. Und damit ich nicht gleich ins Bett gehe, wenn sie fährt, waren wir am Abend noch mal draußen. Ja, es war ganz, ganz nett mit ihr, aber irgendwie haben wir halt beide nicht so auf der Höhe und irgendwie hat es nicht viel gebracht, aber ich muss es auch nicht. Ich verbringe gern Zeit mit Sonja und mit Corinna, auch wenn man nicht viel macht oder oft wenig redet, es ist trotzdem Qualitätszeit und macht trotzdem Spaß oder teilweise Spaß, ist auch manchmal anstrengend, aber meine Müdigkeit macht es halt anstrengend, aber dafür können die Mädchen nicht nichts oder die jungen Frauen und sonst hat es gepasst. Ich habe gestern von halb, also von 7 bis um 10 geschlafen.
am Abend von 7 bis 10 und dann von 10 bis 3 nicht und dann wieder von 3 bis um 9 in der Früh. Also habe ich hier relativ viel geschlafen, aber immer noch irgendwie gefühltemäßig zu wenig. Wenn ich jetzt dann nach Zeitumstellung um 8 aufstehen muss, wird es noch weniger. Morgen darf ich liegen bleiben. Mal gucken, ob es funktioniert. Sonst ist die Stimmung eher schlecht. Mich strengt das irrsinnig an, dass ich nicht schlafen kann. Und ich glaube, mit Kindern wäre es leichter. Mit kleinen Kindern. Ich glaube, da würde ich sogar mehr Schlaf bekommen, als ich jetzt bekomme. Ich meine, gestern war ein ganz guter Tag, aber die meiste Zeit schlafe ich halt doch gar nichts. Oder mehrere Stunden gar nichts. Und das ist schon sehr mühsam. Ich habe mir noch immer nichts mit Kerstin ausgemacht. Wegen Telefonieren. Weil ich mich sowieso nicht konzentrieren kann. Und ja. Und da am Städten seit gestern auch rot geschaltet ist, bei der Corona-Ampel werde ich auch länger nicht zu Christoph kommen. Und mal gucken. Sonst gibt's nichts Neues. Mir geht's sonst relativ okay. Ich habe noch immer starke Rückenschmerzen. Aber die bleiben jeden Tag gleich. Meine Zahnschmerzen sind auch ziemlich stark. Und ja. Aber sonst gibt's nichts Neues. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Eure Ines.